best wishes and congratulations. So Sirtsov, robbed of his chance of a new Olympic record. Alexeyev, super heavyweight champ in the past, watches. Sirtsov robbed because he didn't lift 222.5 at his first attempt. He's come out to try and lift it again. If he lifts it, I can't see anybody taking the gold medal off him. A few more to lift, but I don't think they'll be able to get near him. Big margin in the snatch gave him leeway in the clean and jerk. Only one bar he's failed to lift all night. And he's lifted 5 out of 6, and that must be the gold medal. Sirtsov, the 25-year-old, who just had one shock on the second clean and jerk lift, powered the bar up, the most impressive display of lifting, broke the Olympic snatch record on the way, and then that big weight over his head, that's brought him gold to add to his world championship gold. 412.5, it's unassailable in my book. Beim Griff nach Gold. Er ist leichter als sein Mannschaftskollege, genau um 20 Dekagramm, und würde dadurch bei der gleich großen bewältigten Last die Goldmedaille zugesprochen bekommen. Vorerst muss er aber diese 235 Kilogramm zur Hochstrecke bringen. Noch wackelt er und er schafft es. Und die Halle kocht. Die Betreuer sind auf der Bühne. Der Olympiasieger in der Klasse bis 90 Kilogramm heißt mit 412,5 Kilogramm Saki Kakiashvili. Der Georgier in der Mannschaft der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. 30 Kilo und das schauen wir uns noch einmal an. Deutlich wird in dieser Einstellung, wie er die ganze Wucht abfangen muss. Dann sich konzentriert und dann dieses Gewicht ausstößt. Insgesamt 412,5 Kilo, genauso viel wie Sirtsov, aber Kakiashvili wird Olympiasieger, weil er 20 Gramm weniger wiegt und das bei diesen Massen. Also Gold für Kakiashvili, Silber für Sirtsov und Bronze geht an den Polen Wojciechowski.